Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Die Sims 4 Großstadtleben plus andere Add-ons. Ja, sind wir in unserer Vampirfamilie. Und unser kleines Baby ist jetzt zum Kleinkind gemacht worden. Ist schon mal erledigt und ihn dann angezogen. Das ist der kleine Akarin. Oh, er macht gerade Konfliktlösung. Okay. Galpa Longi. Erziehung. Beibringen, bitte und Danke sagen. Ja, das ist auch wichtig. Bitte Danke sagen. Una Narka Naps. Ja, Tefeb Karangi. Runa. Kusch. Ja, aber hier hat er noch komplett eine Schugge. Aber gut, er ist ja noch ein Kleinkind, ne? Chilni. Chima Rimple. Gorg. Er rennt hier einfach mal rum. Fibwaini Dotsu. Wibs. Bücher lesen. Bena Garza. Wib. Ja, lass mal schauen. Was könntest du denn lesen? Pudding im Orbit. Hört sich doch gut an. Galpa Longi. Awavine, Loopy, Runa, Kush, Vobi Nerx, Yathruya, Auftragen, etwas zu essen, erneut motivieren, Dana Garza, Fwib. Gelna Blaj, Pool. Das ist nicht sich selber waschen, das ist übers Gesicht dingsen. OMG. Ach, das bringt jetzt Manieren dazu. Bitte und Danke sagen, okay. Oh, quatsch mal das Kind voll. Vobi Nerx. Yamuo. Nalvig. Runa, Kush. Oh, Nargi. Was hat er jetzt? Undankbar. Wenn ich bitte und Danke sagen. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Kann sie nicht überzeugen. Doch, das wirst du. Sonst wirst du übers Knie gelegt. Ja, da bin ich gleich fertig, Kind. Oh, nein, wir sind nicht widerlich. Ach so. Mit dieser Option, die man als Kind hat. Wow. Ja, überprüfen wir dein Kleinkind. Oh, ermutigen, bitte Danke lernen. Eben. Böses Kind. Oh Gott, sie ist komplett Banane. Nein, ihr Gesicht. Sie ist total durchgeknallt. Kipuna. Oh mein Gott. Das Kind hat schon wieder Pupskissen-Special. Was war das jetzt? Wieso hat die ein Sternchen dran? What? Okay, was doch immer sie gemacht hat. Wieso ist die Verantwortung jetzt schlecht? Oh, ich flipp aus. Walla Kay. Erashub. Hat er jetzt irgendwas angestellt, wo ich ihn hätte zusammenscheißen soll oder was? Yamful. Hör mal vorzulesen, ich glaube, das macht ihn balla balla. Ich will ihn jetzt nicht die Leviten lesen. Ach, süß. Das ist so ein Wolfsoutfit. Was hat denn er? Er kackt sich jetzt gerade auch an hier. So. Ich bin total durchgeknallt. Ui. Oh, das ist so süß. Benaza, schlau. Also, da hinten ist so ein Wolfsschwänzchen. OMG.
Okay, unser Kind hat einen Knall. Tananiwa, Lamejo, Kaba, Enzinuk, Kasana, Darvis, Walalo, Chingle. Grishama, Shufa, Lobet! Mishi Oba. Hör auf, mit deinem Kind über Müll zu reden. Warum auch immer sie jetzt gerade glitzert. Ja, auch wenn dir das nicht gefällt, Kleiner, aber so geht das nicht. Du kannst hier nicht irgendwelche püpsigen Püpse zum Püpsen. Püpse die Püpsen, if you know what I mean. Wir müssen irgendwann noch kleine... wir können jetzt demnächst gleich mal den Park besuchen. Dann können vielleicht kleine Kleinkinder rumgammeln mit dir. Habe ich überhaupt noch Kleinkinder in diesen Nachbarschaften? Wie sieht eigentlich euer Gemütszustand aus? Na, noch okay. So, das habe ich schon alles hochtrainiert, damit ich das nicht mehr machen muss. Weil ich, wie gesagt, in großen Schritten schon Vorbereitungen treffe für die neue Welt. Und da werden wir ja, wie gesagt, eine neue Nachbarschaft nehmen. Das wird so eine, sieht aus wie so eine Hafenstadt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Denn ich glaube, das, die wird richtig cool werden. Vor allen Dingen mit dem Aspekt mit den Tieren und so weiter. Diesen Park habe ich übrigens erstellt. Da könnt ihr gerne auch, den könnt ihr runterladen. Ich habe nämlich diesen Park mit freigeschalten. In meiner Option. Also in meiner Bibliothek. Ich bin gerade ein bisschen balaballa noch von der Arbeit. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen Banane bin heute. Wir nehmen mal nicht so viel mit. Ich nehme mal Oma mit. Den Opa kann ich nicht... Achso, weil er kennt doch den auch. Oder ist der schon wieder irgendwo? Gut, dann nehmen wir doch alle mit. Scheiß drauf. So. Ich kann nicht alle mitnehmen. Dann nehme ich nur Raffi und... Hier, so. Ja, ich habe ein paar Sachen schon erweitert, bearbeitet. Es gibt jetzt zum Beispiel auch in der neuen Nachbarschaft habe ich diese Angel-Gruppe, die ja von diesem K-Drama sind. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist dieses Beautiful You oder wie es heißt. Da habe ich die drei Herren genommen und habe ihnen in ein Hochhaus ein Bandzimmer eingerichtet. So sieht der Park hier übrigens aus. Bei Nacht. Toilettenhäuschen ist natürlich hier für eventuelle Geschäfte. Ne? Hier ist dieses neue Ballparadies-Gedöns, was es gibt seit dem Add-on. Die Bälle sehen zwar ein bisschen statisch aus, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache die Rechnerleistung wird nicht total beeinträchtigt. Weil wenn jetzt jeder Ball so detailreich aussehen würde, hätten schwächere Rechner definitiv ein Problem damit. Hier gibt es eine kleine Schachecke. Dann hier ist ein kleiner Grillplatz. Alles ein bisschen bunt für Kleinkinder. Die neuen Grille. Das Teil ist wie eine Kühlbox im Endeffekt. Man kann auch hier sitzen, wenn man möchte. Also sich draufsetzen. Das kann man sowohl als Stuhl als auch als Nahrungsquelle benutzen. Das ist das neue Spielhaus. Das ist für die Kinder sozusagen. Nein, du gehst jetzt nicht zur Tagespflege. Hier ist ein kleiner Picknickplatz. Das habe ich extra so gemacht. Das ist hier unter dem schönen Kirschbaum. Hier sind ein paar Lichter, Lampion. Ganz nett gefunden. Noch eine kleine Sitzecke. Hier Klettergerüst. Was macht der Kerl da? Fabian Schmitz mit einem Riesenzinken mit dem Bären. Du bist wohl Psycho. Kann ich den irgendwie... Nein, ich möchte den nicht zu meiner Familie hinzufügen, diesen Aschkopf. Hat auch keiner eingeladen. Hier, das sind die neuen Kisten, da kann man auch drauf sitzen. Ja, Raffi und Selena haben wohl ein kleines Schmusi-Schmusi-Problem. Oh Gott, er fängt an zu singen. Könnt ihr euch vielleicht mal um eure Kinder kümmern?
Fantasieabenteuer spielen. Piratenschiff. Oh ja, das hört sich doch gut an. So tun, als ob spielen. Essen aus Inventar geben. Was hast du denn schon wieder für Essen da drin? Du hast kein Essen. Hör auf mit deinem Gejaule. Mitten in der Nacht rennen wir im Park rum, weil... Ach, so sieht das aus, wenn sich unser Kind es vorstellt. Wie geil! Voll die Fischis und dann auch so gezeichnet, wie sich Kinder das halt normal vorstellen. Nein, nicht aufhören, bitte. So. Oh, wie süß. Okay, und wenn man nicht auf dem Kind ist, sieht man das nicht. Wie geil ist das denn? Und sie hat jetzt einen Piratenhut auf. Schade. Michael Sugar. Das sieht ja cool aus. Ach so, ohne Kinderfantasie. Oh, wie geil. Das ist süß. Das gefällt mir. Okay, lass uns mal Weltraum machen. Und du machst wieder... Stell dich ja hier immer so an. Oh mein Gott. Okay, cool. Das ist süß. Irgendwie vermisse ich die alten Kindertage. Da haben wir auch immer so viel so ein Zeug gespielt. Du könntest mal hier mit Puppen mitspielen. Wer ist das überhaupt? Julia Beder, kenne ich nicht. Die freut sich bestimmt, wenn ein Kleinkind herkommt und mit ihr Puppen spielt. Die Kleinkinder hauen einem auch nicht die Puppen auf die Rübe. Sie ist kokett. Hör auf, kokett zu sein. Mach mal bitte was zu essen. Und zwar... Nein. Nicht Kräuterheilmittel machen, bitte. Wir machen jetzt... Camper-Eintopf. Weil wir es können. Auf einem Grill. Ich weiß zwar nicht, wie wir das machen, aber ist okay. Kein Problem. Don't worry about it. Portion für Arcade nehmen, Zusammengericht nehmen. Er kann schon essen. Die müssten auch essen können. Kann er eigentlich noch essen, ohne dass er kotzt? Ja. Passt. Das ist eine wichtige Frage, meine Lieben. Er hat eigentlich gar keinen Hunger. Warum hat der momentan keinen Hunger? Komisch. Sonst hat er immer Hunger. Ach, und unser kleiner Pupsi sitzt hier oben auf dem Wagen. Schön wäre es ja auch gewesen, wenn die Kids den rumfahren hätten können. Aber naja. Das hier ist übrigens auf dem Vampirgebiet, das Grundstück. Allerdings könnt ihr das auch überall hin implementieren. Was hat der denn für ein Problem? Fenris, was machst du da, Fenris? Boron zufällig? Ja. Boron hat auch schon wieder Probleme. Oh, Boron stinkt wie ein Aethys und verprügelt den Teddybären. Boron, wenn du müffelst, bringt das nichts, den Teddybären zu verprügeln. Könnt ihr mal aufhören, hier wie so Schweine rumzulaufen? Was soll das? Schluss jetzt. Bedürfnis cheaten, glücklich machen. So, dann ist er vielleicht nicht mehr so schlecht gelaunt. Ist das deine Tochter? Ja, das ist seine Tochter. Nimm dir mal ein Beispiel. Achso, der war schlecht gelaunt, weil er mit seiner Tochter hierher musste, oder was? Es ist ein bisschen creepy, dass hier nur Erwachsene rumlaufen. Ich meine, das ist ein Kleinkinderpark und nicht für perverse, komplett durchgeknallte Mina Yokai. Hat Kitsune schon wieder ein Kind bekommen? Okay, Kitsune sollte dringend mal aufhören, Kinder zu kriegen. Ich kenne mich nämlich langsam nicht mehr aus.
Für Kitsune habe ich übrigens auch geplant, dass die mit ihrem Ehemann zumindest, aber ohne Kids, in der Nachbarschaft zieht, weil die hat ja jetzt ihr schwarze Witwe-Dasein in dieser Welt hier sozusagen beendet und sie wird in eine neue Welt gehen, nur mit Ehemann. Und vielleicht mache ich ja auch das passende Haustier, denn ich habe gelesen, man könne so eins erstellen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das würde auf jeden Fall gut passen. Musst du kacken oder so? Ja. Kannst du alleine das Klo benutzen? Kann ich den da... Nein, kann ich nicht. Toll. Der kann also nur in die Windel kacken, ja? Beim Klettern helfen. Mach mal beim Klettern helfen, was das ist. Beim Klettern helfen? Beim Klettern helfen? Ja, also Entschuldigung, das ist ja wohl logisch. Mhm. Das ist beim Klettern helfen? Und jetzt sitzt er da wie ein Depp. Okay, das Kind hat einen Knall. Oh, wie süß. Was wer hat da schlechte Laune? Oh nein. Machen wir mal hier noch. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich dir da an... Oh, mein Japan-Spa wurde runtergeladen. Wer ist das? Was bist du für eine Kackgöre? Gina Offermann. Aha, so siehst du auch aus. Rote Socken, weiße Schuhe. Hat hier Kacke rumgeschmiert. Ach, die haut einfach ab. Das ist ja schon älter, ne? Kann man nicht mehr erwarten, dass die so lange wach bleiben können. Zäh! Während ich hier mitten in der Nacht auf dem Spielplatz spiele. Aber auch Vampirkinder haben Bedürfnisse. Hör doch bitte mal mit deiner Singerei auf, du Volldepp. Oh Gott, der geht mir vielleicht auf den Zeh. Geh einfach mal aufs Klo, damit du mal 5 Minuten mich nicht nervst. Wo ist mein Kind schon wieder hin? Da hinten. Pardon. Das war Hachipu. Oh, Luna putzt den Boden weg, was dieses Kind da hinterlassen hat, den Dreck. Super. Luna, hau den Schrubber auf die Göre. Die hat's verdient. Kann ich, wenn das Kind da drin das macht, irgendwie irgendwas tun? Nö. Scheint nicht. Okay. Philpa, sure's an etwa. Moment. Bronchi? Dizzy Bobna. Mondo quibs by a yen. Orb. Nurchel. Lumbuk Myrna Waj. Bomzoid Dimpish. Yalik? Varobi Muma? Grau Hispa. Ich habe mir übrigens einen kleinen Mod draufgeholt, wegen dem Vampirgedöns, damit ich nicht dauernd in der Sonne am Schmoren bin. Dass ich nicht dauernd in der Sonne am Schmoren bin. Weil ich einfach keine Lust hatte, dauernd mit einem Vampir nur noch bei Nacht irgendwo hin zu gammeln. Und in Sims 3 gab es ja auch die Möglichkeit, dass man sich das da
verschafft, dass man so ein unempfindliches und ich habe nicht Lust, da und irgendwelche Getränke zu brauen hier im Depp. Das ist dann doch ein bisschen langweilig und doof. Deswegen wundert euch nicht. Oh Gott, sie ist schon wieder Banane. Wer ist das denn? Denkt sich auch meine Mutter einen Knall. Was machen die denn da? Gucken gehen jetzt beim Picknick machen zu uns. Okay, komplett durchgeknallt. Don't worry about it. So viele Kleinkinder gibt es hier gerade gar nicht, glaube ich. Oh Gott. Gehöre hier. Naja, zumindest hat man hier ein bisschen die Möglichkeit, Bodan ist schon wieder angenervt, hat man die Möglichkeit hier zu essen, auf die Toilette zu gehen und so weiter und so fort. Und die größeren Kinder können klettern, können hier spielen, können aber auch hier drin, glaube ich, spielen noch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die ins Ballparadies können, aber hier können sie auf jeden Fall ein bisschen spielen und rumtollen. Weil das war mir wichtig, dass nicht nur die ganz Kleinen da irgendwie Spaß haben können, dass man halt einfach mal mit Familien auch auf so, in so einen Park gehen kann. Und deswegen ist das hier auch ein bisschen quietschbunter gemacht. Das soll so ein bisschen hier so Picknick-Style, Frühlingsfest, Sommerfest, je nachdem, wie man es machen möchte. So. Gehen wir mal mit dem Kind nach Hause. Können wir mal nach Hause gehen? Dankeschön. Das Kind denkt sich, ich will vielleicht noch nicht nach Hause und aus dem lerne ich noch nebenbei gerade Danke zu sagen. Zäh. Manchmal wäre es schon nicht schlecht, wenn sie wenigstens ein Fahrrad hätten oder so. Ich meine, ein Fahrrad so ein bisschen da runter zu fahren in einem Park wäre ja okay. Man muss ja nicht unbedingt ein Auto haben. Und bei dem Tier-Addon ist bis jetzt ja nur Hunde, Katzen. Die wahrscheinlich, also maybe gibt es Pferde irgendwann in einem separaten Addon. Das ist aber bis jetzt weder dementiert noch bestätigt, aber wir werden es sehen. Ich würde es schon cool finden, ehrlich gesagt, weil ich habe Pferde schon gerne auch in Sims 3 gehabt. Das war ein bisschen dämlich dann mit dem Hausboot-Addon, wo dann eben das jetzt mit dem Strand war, weil ein Pferd auf dem Hausboot ist ein bisschen unwahrscheinlich und unlogisch. Da hatte ich dann meistens nur einen Hund oder eine Katze. Weil ich gerne mal mit dem Hausboot rumgepaddelt bin, etc. Aber alles in allem hat das doch immer sehr viel Spaß gemacht, deswegen. Ja, hier habe ich übrigens auch ein bisschen was für uns gebaut. So, rutschen, spielen, spielen. Jetzt ruhig ein bisschen spielen. Wo ist er denn jetzt? Nein, wir schauen jetzt nicht Fernsehen an. Und er kann ja ohne Probleme draußen spielen, weil er ist ja noch nicht so. Also er ist zwar hier, man sieht, er ist ein Vampir geboren, aber er hat noch nicht diese Negativdinger, die normal seine Eltern hätten, wenn sie in der Sonne draußen wären. Mit dem Verbrennen etc.
Deswegen. Was ist denn jetzt hier wieder? Ja, was guckt ihr euch denn da an so einen Scheiß an im Fernsehen, ihr Volldeppen? Das manchmal frage ich mich wirklich. Oh, Jesus. Sonst keine Hobbys hat. Oh, wir gucken voll den langweiligen Film an, weil wir sonst keine Hobbys haben. Ja, als nächstes werden wir den Kleinen vielleicht auch schon zum Kind machen. Maybe. Vielleicht könnten wir allerdings auch gucken, ob wir eine Kleinkinderparty machen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Das werde ich im nächsten Part davon mal austesten. Vielleicht stelle ich noch ein paar Kleinkinder, ja. Damit wir welche kennenlernen können oder so. Aber eigentlich müssten genug in der Nachbarschaft rumgammeln. Naja, wir werden es sehen. Was uns dann hier noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.